Ja, parallel dazu werden in den mitteldeutschen Ländern wie in den meisten anderen Bundesländern auch ab Sonntag alle bundesweit geltenden Corona-Beschränkungen wegfallen. Dies bestätigte heute für Sachsen-Anhalt die Landesregierung. In Thüringen gab es einen entsprechenden Beschluss im Landtag. Eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen lehnte das Parlament mehrheitlich ab. Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung wollte den Freistaat angesichts der Infektionslage eigentlich zum Corona-Hotspot erklären. Also ich glaube schon, dass die Opposition die Zahlen sieht, aber sie betrachtet sie einfach nicht mehr als dramatisch genug. Denn, so die CDU, Omikron sei ja überwiegend mit milden Verläufen verbunden. Außerdem hätten sich die Menschen in 2 Jahren Pandemie daran gewöhnt, wie man mit dieser Pandemie umgehen muss. Und die CDU, sie drängt auf mehr Eigenverantwortlichkeit und auf mehr Mut, sozusagen sich selbst zu schützen. Die FDP hat verfassungsrechtliche Bedenken. Sie sagt, man könne also nicht das ganze Land überziehen als Hotspot, sondern höchstens dann in den Regionen schauen, wie die Entwicklung dort verläuft. Und Bürgerrechte, die könnten eben nicht unendlich lang eingeschränkt werden. Das war das Argument der FDP. Und die AfD, die ist ja sowieso gegen in ihren Augen staatliche Zwangsmaßnahmen. Und aus ihrer Sicht würde es höchste Zeit, dass alle diese Maßnahmen abgeschafft würden. Und deswegen hat man heute Rot-Rot-Grün, das kann man so sagen, eine mitgegeben und hat denen also klar die Grenzen aufgezeigt. Es hätten ja einfach nur 3 oder 4 Enthaltungen gereicht, auch von der CDU-Fraktion, um den Antrag von Rot-Rot-Grün durchzubringen. Aber heute war sich die Opposition geschlossen einig, dieses Paket von Rot-Rot-Grün, das wollen sie nicht mittragen. Muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.